Jahrhundertstimme, Balsamico Bariton, Greatest Living Lead Sänger. Kaum ein Sänger aus Deutschland hat so viel Lob und Bewunderung erfahren wie Dietrich Fischer-Dieskau. Der lyrische Bariton galt als der wahrscheinlich bedeutendste Vertreter des romantischen Liedgesangs des vergangenen Jahrhunderts. Zahlreiche Komponisten wie Benjamin Britten, Gottfried von Einem und Hans-Werner Henze schrieben für ihn Opernrollen, Oratorienpartien und Lieder. Mehr als 3000 Lieder hatte er in seinem Repertoire. Dietrich Fischer-Dieskau starb am Freitag kurz vor seinem 87. Geburtstag, wie seine Frau, die Sopranistin Julia Varadi, heute mitteilte. Ein Nachruf. Du meine Seele, du mein Herz, du meine Erfahrung, du mein Schmerz. Er war der größte Liedersänger seiner Generation und ein weltweit gefeierter Opernstar. Schon zu Lebzeiten eine Legende, Dietrich Fischer-Dieskau. Ein Bariton, berühmt für sein unvergleichlich weiches Timbre und seine wortgenaue Vortragskunst. Die Aussagekraft der Musik übersteigt alle Worte. Alle Worte. Und deshalb bin ich auch immer dagegen gewesen, wenn die Menschen von mir behauptet haben, dass ich die Worte in den Vordergrund gestellt habe und die Musik hinten dran. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich habe wirklich immer von der musikalischen Linie her gelebt und geatmet in der Musik. Generationen von Sängern galt er als Vorbild. 1925 in Berlin geboren als Sohn eines Oberstudiendirektors und einer Pianistin. Er war Autodidakt, in der Nachkriegszeit zu Ruhm gekommen, später auch als Lehrer und Dirigent. Woher diese unermüdliche Kreativität? Das ist die Liebe zur Sache, würde ich sagen. Liebe macht fröhlich und macht auch kräftig. Das ist einfach bei jungen Menschen so und bei älteren genauso, würde ich sagen. Das deutsche romantische Kunstlied prägte der Meistersinger wie kein anderer. Fischer-Dieskau hinterließ eine Diskografie von unglaublichen Ausmaßen und gilt mit über 1000 eingespielten Platten als der meist aufgenommene Sänger aller Zeiten und der mit dem größten Repertoire. Hier zu sehen im Don Giovanni. Legendär seine Darstellung des König Lear in der gleichnamigen Oper von Aribert Reimann. Der hatte die Titelpartie eigens für Fischer-Dieskau komponiert. In dieser Rolle porträtierte sich der Vielbegabte sogar selbst. Ich habe eigentlich, seit ich denken kann, gezeichnet. Und ungefähr seit 1960 habe ich angefangen zu malen. Sein temperamentvoller Falstaff an der Deutschen Oper Berlin schrieb Bühnengeschichte. Dietrich Fischer-Dieskau wäre am kommenden Pfingstmontag 87 Jahre alt geworden.